Willkommen zu einer weiteren kurzen Aufnahmesession von der Demo oder in der Demo bei Life of Pi. Wir haben letztes Mal noch irgendeinen großen. Haben wir wieder 5 von den Dingern? Guck an. Ich hoffe. Doch, gelevelt haben wir ja. Wir haben ja nur noch 1078. Na gut. So, jetzt müssen wir als erstes diese Tür wiederfinden, ne? Ich hätte mich wahrscheinlich auch gleich dahin teleportieren können, wäre ein bisschen schneller gegangen. Holz aber gleich mal, wo ich sehe, reparieren hier. Ach, da oben, ja? So, jetzt war aber, glaube ich, das Problem, dass da gleich so ein blöder Gegner war. Aber mit Anvisieren vorher klappt das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. So, jetzt kommen wieder die blöden Werfer. Das Gute ist, dass wir die nicht zwangsläufig besiegen müssen. Noch eine Wurfzelle, sehr gut.
Okay, läuft er bisher sehr gut. War hier gleich einer oder kam der erst? Ah, da kam der. Wo war denn der große Dude? Ich glaube hier, ne? Brief eines gefrorenen Mannes. Nee, das müsste hier gewesen sein. Oh oh. Meine Luise, Charlotte, mein Schatz, ich kann nichts hören. Ich glaube, die Straßen sind bereits tot, nur noch Stille. Vermutlich bin ich auch bald nur noch ein versteinerter Leichnam. Ich kann mich noch erinnern, der Klang deiner Singstimme und der Anblick einer in Bilderbüchern vertieften Charlotte. Ich vermisse das alles. Das Beste, das ich zu Lebzeiten getan habe, war dich und Charlotte zum Schutz in die Kathedrale zu schicken. Ich wünschte, dieser Albtraum wäre endlich vorbei, wenn du und das Kind doch nur zurückkommen könnten. Aber das ist jetzt wohl unmöglich. Ich liebe euch, Louise. Ich bete, dass... Oder Luise wahrscheinlich. Ich bete, dass ihr dort in Sicherheit seid. Und jetzt haben wir hier so eine Geste wiederbekommen. Gedenken. Führe die Geste Erinnerung aus. Im Angesicht eines Verlustes können manchmal nicht einmal die Worte eines heiligen Trostes spenden. Trotzdem muss man höflich bleiben. Wie kann ich denn diese Gesten ausführen, bitte? Auch schon mal schön, dass man es umstellen könnte. Aber irgendwas mit Gesten sehe ich jetzt hier aber auch nicht. Oder kann ich eventuell hier die Gesten mit einstellen? Nö. Doch. Aha. Okay, dann packen wir da mal diese Gedenken. Mal gucken, was das macht. Okay, keine Ahnung. Das war schlau. Ich wollte eigentlich das machen hier. Bist du jetzt sauer? Oh, fuck. Nein. Scheiße. Das Problem ist jetzt so ein bisschen. Wie komme ich denn daran? Und jetzt weiß man zumindest, es gibt auch Fallschaden. Dieser scheiß andere, dieser. Oh, der da versteckt. Boah, das war natürlich der Super-Go jetzt. Scheiße, ey. Aber das lief so gut.
Das lief ja fast schief hier gerade. So, sehr schön. Hallo. Na toll. Oh, gleich zwei Sachen, das hatten wir glaube ich auch noch nicht. Scheiße. Okay, jetzt sind wir zumindest schon wieder da. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie wir an unsere Sachen kommen. Oh. Jetzt fällt mir das erst auf. Zack. Jetzt will ich mal gucken, ob wir diesen anderen nicht... vorher irgendwie besiegt kriegen. Die Sau! Der hat mich ja richtig erwischt gerade. Ah, gut. Kommt mir vor wieder Glückner. Scheiße. Na? Was kriegen wir Feines? Okay. Der ist noch ziemlich stark. Lebensamulett. Dann gucken wir da doch mal rein. Hey, wo soll das sein? Ja. Erhöht maximale LP. Ein Amulett, das an einer Puppe angebracht werden kann. Für die Bewegung nützliche Informationen und Erinnerungen können in das Symbol eingeprägt werden, um besondere Kräfte hervorzurufen. Und das geringste Blinzeln reicht aus, um eine Puppe zu bewegen. Puppen haben kein Leben, aber es reicht, um sie zu bewegen.
So, Amulett und zack. Gut, dann geht's hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitze bedanke mich, bis denne.